Heute berichten wir über die Zelda-Serie von Netflix, die Exklusivität von Bloodborne und Bugs in der Episode 2 von Game of Thrones. Ich bin Philippe und willkommen bei den Techscalibur News. Am Wochenende gab es eine Nachricht, die dem einen oder anderen ein mega Grinsen aufs Gesicht zaubern wird. Zelda soll eine eigene Serie bekommen. Im Fernsehen von Netflix produziert. Nintendo und Netflix arbeiten gerade an einer real, also nicht animierten Serienversion des erfolgreichen Franchise. Die Adaption soll dann eine Art Game of Thrones für die Familie werden. Ob die Story sich an einem schon bestehenden Zelda-Teil orientieren wird oder eine eigenständige Handlung bekommt, ist bis jetzt noch unklar. Bis das Ganze aber sowieso kommt, wird es noch eine Weile dauern, denn Netflix ist gerade erst auf der Suche nach Drehbuchautoren. Ob die Serie erfolgreich wird, steht in den Sternen. Auch wenn die Geschichten um Link auf den Konsolen ohne Ende begeistern, gab es schon Ende der 80er eine Zeichentrickserie, die aber so schlecht war, dass sie bereits nach einer Staffel abgesetzt wurde. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Auf Twitter hat Yasuhiro Kitao von Sony Computer Entertainment Japan sich einigen Fragen von Fans gestellt und ist dabei auch auf den geistigen Nachfolger von Demon's Souls Bloodborne eingegangen. Dazu meinte er, dass wenn man das Spiel zocken möchte, man auf jeden Fall eine PS4 benötigt. PS4 exklusiv heißt nämlich laut Kitao auch wirklich exklusiv. Also das ist keine Phrase, es wird keine Version für den PC geben. Weiter sagt er über Bloodborne, dass die bisherigen Videos zwar schon ganz gut aussehen, das finale Spiel grafisch aber noch eine Schippe drauflegen wird und zeigen soll, wozu die PS4 imstande ist. Um sich davon zu überzeugen, muss man noch bis zum Release im März warten. Aber eventuell bekommen wir schon am 12. Februar einen kleinen weiteren Vorgeschmack. Dann soll es nach Kitao nämlich neue Informationen geben. Die zweite Episode von Game of Thrones The Lost Lords buggt. So berichten einige Spieler im Telltale Games Forum, dass der Spielfortschritt nicht gespeichert wird. Und nicht nur das. Beim Laden des Games sollen Entscheidungen, die man bis dahin getroffen hat, wieder auf die Standardeinstellung zurückspringen und später in der Auswertung auch so angezeigt werden. Ziemlich ärgerlich bei einem Spiel, bei dem es nicht nur auf den Spielfortschritt, sondern auch um den Weg dorthin geht. Dieses Problem scheint allerdings nur sporadisch aufzutreten. So hatten einige Spieler das schon bei der ersten Episode. Telltale bemüht sich bereits um eine Lösung des Problems. Wenn ihr unsere Meinung zu den News hören wollt, guckt euch am Freitagabend doch den News Recap an. Bis dahin könnt ihr hier noch den letzten Recap und hier den Nerd Talk über Hypes sehen. Ich bin Philippe und das waren die Techscalibur News. Ciao!